Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Brotato 1.0. Am heutigen Tage kommt Brotato 1.0 raus. Das ist quasi Full Release. Verstehe, wie ich meine? Ah, was ein schöner Abend, oder? Ich fand's richtig toll. Und wenn du erlaubst, du bist wirklich wunderschön. Aber auch deine inneren Werte, die verzaubern mich so. In deiner Anwesenheit habe ich das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin und machen, was ich will. Vor allem auch zocken, dass wir da das gleiche Hobby haben. Mega. Egal wie heiß her es geht, du bleibst auch immer cool. Mann, und du bist so, so leistungsstark. Deine Performance ist einfach nur der Hammer. Wenn ich an deinen eingebauten AMD Ryzen 9 7059 X3D denke. Oh. Ich liebe dich. Die neuen Hand of Blood PCs. Powered by AMD. Ab jetzt erhältlich. Egal, ob du auf absoluten Performance hoch rein tryharden willst oder einfach entspannt auf YouTube abhängst. Dank der eingebauten AMD-Prozessoren läuft alles butterweich. Greift zu. Max? Tamina, das ist nicht so, wie du denkst. Ich befinde mich gerade vorab auf dem Beta-Klären. Das heißt, hier sind schon alle Sachen da, aber es kann sein, dass die leicht noch angepasst werden, wenn ihr sie seht. Brotato 1.0, was heißt das? Es gibt hier elendig viel neue Updates. 6 neue Charaktere. Ich glaube, 13 neue Items, mehrere neue Waffen. Es ist literally insane. Hier seht's. 5 neue Elite, 6 neue Charaktere, 7 neue Waffen, 6 neue Items. 12 neue Challenges, also Achievements. Dazu super viele Buffs und Nerfs, Anpassung. Items bringen jetzt tatsächlich teilweise neue Stats oder ein neuer Stat kam dazu. Wir werden das jetzt alles gleich im Laufe des Ganzen sehen. Die neuen Charaktere, damit ihr sie mal gesehen habt. Ich habe die hier schon freigespielt. Die haben natürlich alle ihre Voraussetzungen. Das bedeutet hier, damit wir beispielsweise Hans-Peter hier spielen können. Ist ja nicht abgebildet. Aber ihr wisstet, ne? Also man hat immer, zum Beispiel um den Golem freizuschalten, um den Golem freizuschalten, muss man eine Welle beenden mit einem Leben Rest. Naja, ich gebe euch mal eine kurze Übersicht, aber ihr könnt euch das selber nochmal hier einzeln durchlesen. Ich hover nur mal drüber und könnt ihr mal stoppen. Also der Lehrling, super krasser Late-Game-Charakter, der bekommt einfach für jeden Levelaufstieg super viel Stats. Das heißt, man geht wahrscheinlich einfach nur auf EP. Kryptid ist mit der weirdeste Charakter. Der geht quasi einfach darauf, möglichst viele Bäume zu haben, aber diese nicht abzuholzen. Nachhaltigkeit und so. Urwald beleben. Das heißt, am Ende der Runde, umso mehr Bäume stehen, umso mehr erhält er in Form von Materialien und EP. Er ist einfach nur wild, der Charakter. Fischer, grenzdebil. Ihr bekommt einfach in jedem Shop, auch wenn ihr rerollt, in jedem neuen Shop ein Köder für eine Mark. Köder ist das Item, was einem 8% Schaden bringt, aber dafür spawnen in der nächsten Runde diese ekligen kleinen Gegner. Also es ist ein bisschen High Risk, High Reward. Der startet mit super viel Ernte, er bekommt für jeden Köder 2 Ernte. Krasser Late Game Charakter, hat es am Anfang ein bisschen schwerer, bekommt weniger Materialien von Gegner generell, aber ja. Der Golem ist einfach nur der Übertank, richtiges Monster. Insane, dazu bekommt er noch Buffs, wenn er unter 50% Leben hat, aber er kann sich nicht heilen. Dann der König, klassischer Late-Game-Charakter, hat 50 Glück und bekommt prozentuell Schaden, Angriffstempo und Max-Life für jede Stufe 4 Waffe, die er im Inventar hat und davon nicht wenig. Dafür bekommt er aber andersrum Abzüge für jede Stufe 1 Waffe. Ne? Also am Anfang schwach, später insanely strong. Den Charakter, den wir heute spielen, sorry für die kurze Unterbrechung, hier war eben was, ist der Rebell. Der ist mit der absurdeste Champ, denn der schießt 2 Projektile. Das heißt, wir schießen nicht einen Schuss, sondern 3. Und all diese Projektile durchschlagen auch einmal, beziehungsweise einmal öfter, falls wir diesen Effekt durch Items auch bekommen. Habt das im Hinterkopf. Dazu kann er keine Nahkampfwaffen ausrüsten und alle Schadensmodifikationen sind um 80% verringert. Das bedeutet auch, dass die 400% minus 400% Schaden
auch um 80% reduziert sind. Das heißt, minus 400% um 80% reduziert sind dann, was ist das? Minus 80% Schaden, glaube ich. Und die plus 10% Schaden sind auch um 80% reduziert. Das heißt, es sind gar nicht plus 10, es sind plus 2. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Dazu hat er noch minus 50% Genauigkeit. Das heißt, er hat ein bisschen Streuschussalarm. Und wir spielen ihn jetzt mal. 2%, nicht 10, 2% zusätzlicher Schaden für jede Stufe 1 Item. Das bedeutet, wir machen natürlich Gefahrenstufe 5, das bedeutet, wir sammeln diese kleinen Kack-Items. Ich habe mich jetzt für die Armbrust entschieden, weil ich möchte, also eigentlich ist es relativ egal, ihr habt eh nicht so viel Auswahl. Bäume mitzunehmen ist mega nice, weil die geben vielleicht eine Truhe und da ist auch ein Stufe 1 Item drin. Und das gibt 2% Schaden. Ich habe mich für die Armbrust entschieden, weil ich gerne auf Crit gehen wollen würde, um dann vielleicht später das Snipergewehr zu bekommen. Weil ihr wisst vielleicht, das Snipergewehr, wenn das hittet, setzt das nochmal mehr Projektile frei. Und das müssten auch 2 mehr sein. Und dann streuen wir einfach den ganzen Bildschirm voll. Mal gucken. So, das ist jetzt ein Stufe 1 Item. Das bedeutet, siehst du, wir sind mit 79% Schaden gestartet. Das bedeutet, wir sollten jetzt auf minus 77 ansteigen. Boom, Schakalaka. So, dann wählen wir, ich würde sagen, Glück, damit wir durch Bäume Truhen bekommen, damit wir super viel Stufe 1 Items generieren. Und wir packen die Armbrust ein. Und jetzt können wir theoretisch hier alles einsammeln. Hier, Narbe wurde zum Beispiel gebufft. Das waren vorher 15% EP. Super interessant für den Lehrling. Übrigens, Elite-Gegner, Welle 11, Welle 14 ist eine Welle und Welle 18 auch Elite-Gegner. Wir Hyper-Rerollen. Die Truhe spare ich mir. Wir Hyper-Rerollen auf Armbrüste. Locken noch eine und gehen nächste Runde. Abfahrt. Oh, die Klima ist noch an. Hört man nicht. Geil. Weiter geht's. Wir haben die Klima umgestellt. Ich konnte nie mit... Alter, du schießt vorbei, Junge. Guck nach vorn. Die Klima konnte immer nie während den Aufnahmen laufen. Das heißt, wir haben immer so den Raum richtig runtergekühlt zwischen den Aufnahmen. Und weil ich nehme auch immer so ein Stündchen oder manchmal für Hauptkanal sogar manchmal 3 Stunden auf. Alter, bei dem Wetter, Mashallah. Könnt ihr euch vorstellen. So, Pilz. Plus 2% Schaden. Geil. Glück. Nehmen wir noch eine Armbrust. Hyper rerollen. Gut. Dann würde ich jetzt einen Coupon mitnehmen. Kriegen wir nochmal 2% mehr Schaden. Und eine Abfahrt. So, ich glaube gerade am Anfang, also das ist auch eher ein Charakter, der im Late Game glänzt. Einfach weil er im Zuge des Games mehr und mehr Stats zusätzlich generiert. Und mit vielen Bäumen und viel Glück kann er auch sehr viel anfangen. Mal gucken. So. Wir müssen gleich nochmal was gucken. Ob es unterschiedliche Stufe 1 Items sind oder es egal ist. So, wir nehmen Reichweite mit, weil Flat Damage für die Armbrüste. So, eine Sekunde. Für jede unterschiedlich. Okay. So, Armbrust, Tasche. Jetzt rerollen wir nochmal auf eine Armbrust. Geil. So, und das Ding können wir theoretisch auch noch. Irgendwie ist da sein Kopf. Ich weiß nicht, warum hier sein Kopf ist. Das ist Beta Branch. Vielleicht ein Bug. Oder es zeigt an. Actually könnte es anzeigen, welches Item wir noch nicht haben. Weil das sind alles 3 Stufe 1 Items und die Armbrust nicht. Mhm. So, Lebensregeneration nehmen wir mit. Sind wir bei 6. Und mehr prozentueller Schaden. Das Ding ist, ihr müsst ja überlegen. Es fühlt sich scheiße an, mit minus 80% Schaden zu starten. Wir machen ja kaum Schaden. Aber wir haben ja eigentlich dreifachen Schaden. Weil wir ja statt ein Projektil 3 rausballern. Und das bedeutet, umso näher wir zu null vorrücken, rücken wir eigentlich 300% mehr Schaden zu. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, 200%. Right? Nee, 300%. Also, ihr wisst. Mathematisch, theoretisch, mathematisch betrachtet, ist das natürlich Hammer. Weiße Fahne. So früh würde ich würde es, glaube ich, mitnehmen, weil 14 Verwertung. Das selber generiert ja nach 3 Runden schon
Na, wobei, wir wollen vielleicht viele Gegner haben, weil wir auf Crit gehen und dann Jagdtrophäe, aber minus 5% macht den Braten auch nicht fett. So, Glück. Fernkampfschaden. Oder 6 ausweichen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Defense achten. Aber wir machen mal Fernkampfschaden. Weil das ist immer noch Flat-Schaden. Den kriegen wir. Ich glaube, das ist kein Schadensmodifikator. Er gilt nicht als Schadensmodifikator. Das heißt, wir sollten jetzt, wenn ich richtig bin, bei 3 Fernkampfschaden sein. Wenn ich falsch liege, sind wir immer noch bei 1. Oder bei 2. Wir sind bei 3. Geil. So, Armbrust. Mutation. Yes. Oder? Da ist jetzt sein Kopf nicht dran. Ja, weil wir schon eine Mutation haben. Jo. Okay, sein Kopf ist da, wenn wir das noch nicht haben. Noch eine Armbrust. Zack. Dynamit. Ah, 30 Tacken ist ja ein bisschen wasted, oder? Komm, noch einmal rerollen. Junge, jetzt? Warum kommen die immer so früh bei mir? Okay, ich nehme noch eine Armbrust mit. Boah, jetzt sind wir gut dabei. Zack, jetzt machen wir richtig Damage. Oh, eine Jagdtrophäe wäre jetzt so juicy. Guck mal, wie viel wir durch Crits killen. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen Gegner, wie wir uns gegen die schlagen mit mehr Leben. Ja, die dicken Pumper, die chargen. Oder ein Elite-Gegner. Weil so gegen Massen kommen wir sehr gut klar. Ja, seht ihr ja. Wir hatten auch nicht so viel aus. Ich muss ein bisschen auf Defense gehen. Würde ich vorschlagen. Bald. Aber dass sie durchschlagen, ist schon cool. Dadurch clearen wir auch immer so die hinteren Reihen. Das läuft. Ein bisschen Ernte. So, 2 Rüstungen würde ich jetzt mal mitnehmen. Dann haben wir 5. Woher haben wir die Rüstung? Wieso haben wir 5 Rüstungen? Habe ich schon mal? Warum haben wir 5 Rüstungen? Na gut, anyway. Alien-Auge. Boah, das ist halt mega nice, ne? Aber macht... macht halt wenig Schaden. Eigentlich nicht Wolf mit dem Charakter. Dünger. Nahkampfschaden ist uns scheißegal. Wir kriegen noch ein bisschen Ernte und 2% mehr Schaden. Krallenbaum, 3% mehr Crit. Dann wären wir bei... Was haben die jetzt so schon drauf? Wo steht's denn? Kritisch. 80%. 50%, ja. Ja, nehmen wir mit. Das Ding können wir auch mitnehmen. Mit Macht ausweichen und Ernte. Aber unser Schaden geht ordentlich runter. Ist aber Welle 5. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um den hochzuboxen. Das Buch würde ich einfach mitnehmen. Denn ich habe da so einen kleinen Fable. Wenn Geschütztürme kommen, in welcher Form auch immer, ja, gibt es ja unterschiedliche, dann nehmen wir die safe mit, weil... Die schießen auch mehr Projektile. Und die sind, warum auch immer, nicht von den minus 80% Schaden betroffen. Das ist irgendwie ein bisschen wild. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber Geschütze sind da so ein bisschen außen vor. So, dem. Oh, eine Truhe, nice. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Ich bin mal ein bisschen safe gerade. Ich bin tot, oder? Bin ich tot? Nee. Oh, die sind eklig. Nein, ich bin tot. Scheiße. Mist! Neuer Versuch. So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Es ist was sehr Interessantes passiert. Also erstmal bekommen wir 3 Elite-Gegner. Das ist, glaube ich, schlecht für uns, weil wir eher so AOE-Damage gerade... Ja, mal gucken. Könnt eskalieren. Und auf der anderen Seite, ihr seht, haben wir... ein spezielles Item bekommen. Ich glaube, das ist neu. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist neu. Oder ich habe es sogar mit diesem Charakter freigeschaltet, als ich mit ihm durchgespielt habe. Und zwar können Projektile einmal häufiger Ziele durchdringen. Das heißt, wir haben es jetzt auf 2. Ja, doppelten Durchschlag. Und wir bekommen ein bisschen weniger Schaden. Aber remember, das ist jetzt nicht minus 5% Schaden, sondern minus 1. Und es ist auch nicht minus 20% Durchschlagschaden, sondern minus 4. Ja. Dieses Item ist completely busted auf dem Charakter. Wir haben 5 blaue Armbrüste. Und ich würde sagen, let's go. Welle 6. Da sind wir gerade verreckt. Ich habe ein bisschen mehr bei Level Ups Fernkampfschaden aufgesammelt.
Ich glaube, einen Fernkampfschaden mehr haben wir jetzt. Ich hoffe einfach, dass wir dadurch diese Propeller-Boys, weil daran sind wir gerade gestorben viel, die hier die Schüsse absetzen, wenn sie getroffen werden, dass die einfach früher sterben und nicht so viel Schüsse absetzen. Bisher sind sie wieder. Scheiße. Falsch gedacht. Jetzt muss ich wieder Slalom fahren. Healing. Zack. Healing. Zack. Geil. Jawohl. Outsmarted. Ja. Okay. Entspannt euch. Alles cool. A, U, A, B, C, D, O. Ah, ja. Das ist ihr Leben am Limit. Aber wenn wir das Early Game schaffen, werden wir unbesiegbar. Junge, wie viel Kohle. Alles nicht eingesammelt. Okay. Ah, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Wir rerollen einmal. Oh, ist auch nicht geil. Dann machen wir mal Crit. So, was haben wir? Okay, Zielfernrohr nehmen wir mit. Und dubioser Trank heben wir uns mal auf. Okay. Mehr Crit. So, Welle 8 wird heftig. Da kommen die Charger. Ich glaube, da gehen wir einfach nur auf Überleben. Ach, scheiße, die schlüpfenden Eier. I forgot. Hier, tötet sie. Bevor sie noch mehr Eier legen. Oh Gott. Das ist Wahnsinn. Ja, wir gehen auf Laserwaffen. So, Leute. Welle 5 bzw. 6 steht an. Ich hab umgebaut. Pass mal auf. Wir gehen jetzt auf die Laserwaffen, weil ich bin ja komplett blöde. Das Snipergewehr hat ja auch Schusswaffe vom Typ. Bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, Snipergewehr ist Präzision und Schusswaffe. So, Laserwaffe ist viel besser am Anfang als die Armbrust. Klar, crittet nicht, aber deutlich mehr Base Damage, wie ihr seht. Einfach 18 auf Stufe 2, 13 auf Stufe 1. Und jetzt kommt's, Leute. Ich bin krass auf Technik gegangen. Weil ich habe Runde 2 oder 3 den Feuergeschützturm bekommen. Der schießt einfach 8-mal. Also er schießt 8 Geschosse. Eigentlich ja 5 oder 6. Und jetzt 8. Beziehungsweise, gar nicht. Er schießt 3. Sorry. Er schießt 3, aber nicht 1. Und da verursacht er mit 8 Ticks 7 Schaden. 30% von der. Also, wie auch immer. Kann es sein, dass ich auf dem Holzweg bin. So oder so, insane viel Damage. Und ich habe euch ja gesagt, wenn wir hier Technik-Items bekommen, die nehmen wir safe mit. Die Geschütze, die ballern auch mehrere. Guckt euch das an. Der mäht die Horden weg. Ich sag's euch. Es ist insane. Wir spielen einfach nur um den herum. So, wir gucken ab und zu, wie es mit Bäumen aussieht, weil ich habe auch ein bisschen Glück gesammelt. Hatte ich Glück. Das Glück kam, ne? So. Zack, alle weg. So, die One-Hitten. Geil. Traum. Oh, da war ein Crit. Sahne. Zack. Oh, da bin ich leider in eine Kugel reingelaufen. Haben wir irgendwo ein Bäumchen? Da haben wir eine Frucht. Lego. Toll. Müssen wir eine Kurve drehen. Oh, da auch. So. Kommen alle zum Turm hier. Zack. Weg mit euch. Klasse. Und weiter geht's. 15 Glück. Nehmen wir. 2 Rüstung. Ich verstehe halt nicht, wie wir letzte Mal... ist auch egal. 2 Rüstung. Abfahrt. So. Elefantenbaby wurde gebufft. Sind jetzt 25% und nicht... Ich glaube, vorher waren es 20. So. Aber dadurch, dass unser Schaden 80% verringert ist, machen wir das nicht. So, Alienbomb nehmen wir mit. Wahnsinn nehmen wir vielleicht mit. Auf jeden Fall Limonade. Ja, und die Laserwaffe wäre auch nicht schlecht. Guck mal, zack. Limonade. Vielleicht einmal rerollen und was Cooles locken. Okay, Leute, wir sind online. Holy shit. Ja, wobei Brandschaden ist ein Stufe 1. Ja. Ja, dadurch, dass wir so krass durchschlagen, aber wir werden nicht auf Elementar-Damage gehen, ne? Ja, vielleicht doch. Ja, nee, ich lock mal besseres Werkzeug. Mal gucken. Besseres Werkzeug. Es gibt ein neues Item. Immer wenn ein Baum abgeholzt wird, spawnt da ein Geschütz für den Rest der Runde. Das hatte ich mit dem Charakter.
Junge, ich hatte da 30 Geschütze auf der Map stehen. So, die Eier müssen weg. Da kenne ich nichts. Oh nein, es schlüpft. Scheiße. Direkt bursten? Schön. Sauber. Zack, Junge. Die Zweier einsammeln. Liegen ja noch Zweier. Wo ist noch ein Ei? Dahin. Scheiße, direkt bursten. Komm, mach's weg. Da unten ist ein Ei. Lass mich durch, bin Eiermann. So, zack. Lego. So, da ist ein Baum. Direkt weg. Schade, leider keine Truhen. Eier, Eisalat. Verabreichen, Digga. Veranreichen per Anhalter. So. Ich finde das Update so phänomenal. Einfach so viel neuer Content. Auch wie schnell die den jetzt rausgeboxt haben. Mobile-Version kaum draußen. Jalla Abfahrt. So, gehen wir auf Elementarschaden. I guess yes. Hat sich nicht verändert. Der skaliert wirklich voll mit Technik. Okay, war scheiße. Egal, besseres Werkzeug. Abfahrt. 10% mehr Angriffstempo. Abklingzeit der Angriffe unserer Konstruktion um 2,5% verringert. Und das ist 50% unseres Angriffstempos. Das heißt, wir gehen jetzt hardcore auf... Wurde auch gebufft, weil niemand spielt die Scheiße. Das auf gar keinen Fall ist terrible. Wenn wir stehen bleiben. Oh, naja, vielleicht später. Alter, Loco Mio. Okay. Die wird gelockt. Und wir rerollen noch einmal. Jawohl, Tasche und Buch. Geil. Jetzt ist der Turm noch stärker. Jetzt mach. Ah ja, 33% von Technik. Okay. So, Abfahrt. Jetzt kommt eine heftige Runde, aber mit den Laserwaffen mal gucken. Wie viel Prozent? Wir haben minus 61% Schaden nur noch. It's something. Das Ding ist, es lohnt halt wirklich nicht, auf Schaden zu gehen. Also auf Items, die prozentuell Schaden erhöhen. Das heißt, wir werden eher... Und es ist gut, dass wir jetzt auch gesagt haben, wir gehen eher auf Attack Speed und holen uns halt die Stufe 1 Items. Dass wir irgendwie so auf plus minus 0% Schaden kommen. Ey, wir holzen die ziemlich gut weg. Krass. Ich hätte gedacht, dass wir... gegen so einzelne starke Brocken eher Schwierigkeiten haben. Aber ja, guess not. Der Flammen... Also wenn wir, stellt euch vor, wir kriegen noch mehr Geschützarten. Also müssen ja nicht die Geschütze selber sein, sondern gibt ja da super viele. Dieser kleine Timmy zum Beispiel, wie der heißt. Ah, die Bäume geben nichts. Attack Speed. Ausweichen. Ja, jetzt sind schon 15%. Mama mia. Okay. Laserwaffe. Macht hier einfach 27 Schaden. Metalldetektor. Alter. Insane für uns. Insane. Nehmen wir sonst nie. Das saven wir. Abfahrt. Junge, jetzt habe ich zwei lilane. Also es geht nur noch vorwärts. Geil. So, gegen die ist der Flammenwerfer richtig gut. Der mäht die richtig weg. Aber wir auch. Alter, es ist so krass. Ey, jetzt das Item, das wir noch mehr durchschlagen. Oder Items, dass wir noch mehr Projektile bekommen. Gibt's ja auch. Oder Abpraller. Also ist ja einfach absurd. Dieser Charakter hat so krasses Eskalationspotenzial. Ist einfach nur widerwärtig. Wirklich. Nur die Defense ist halt kacke. Aber es ist ein Damage Race. Ihr wisst, wie es ist. Eine Truhe, geil. Schon die zweite übrigens. Diese Welle, geil. So, schön einsammeln hier den Salat. Ich hab's heute mit Salat. Eiersalat, jetzt das hier auch noch Salat. Zack. Oh Gott, ja, vielleicht ein bisschen Rüstung, ein bisschen ausweichen. Das wäre jetzt langsam mal nicht schlecht, aber es sind Damage Rays. Wir wissen's. Ah! Alter, wir machen aber auch Geld. Puh. 500 Tacken, jetzt wird Ach Mann, willst du mich verarschen? Verwerten. Verwerten. So, 3 Rüstung, ja. Dann haben wir jetzt 5. So, 3 Technik. Zack. Jetzt macht der 8. Ne, 9. Ach so. 9 ist der Schaden. 8 sind die Ticks. Verstehe. So, dubioser Trank. Medaille auch. Macht alles ein bisschen. So, Kuchen haben wir noch nicht. Gibt also ein Upgrade. Und noch eine blaue Laserwaffe. Wir haben so viel Geld. Ja, ein Geschütz. Und mehr Durchschlagschaden, aber es um 80% verringert. Deswegen wasted. Junge, noch eine Laserwaffe. Das ist der Hammer. Das
Aber auch sehr gut. Aber wir machen noch eine Laserwaffe. So, Lederweste. Ja. Holzkohle haben wir noch nicht. Aber minus 2 Ernte habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir... Das Geschütz ballert halt jetzt auch raus. Zack. Es ist so absurd. Ey, ich hoffe, wir kriegen das Item, dass hier Geschütze spawnen, wenn wir Bäume wegholzen. Und das Baum-Item brauchen wir auch mal, oder? Haben wir noch gar nicht. Nee, haben wir noch gar nicht, Alter. Das ist Pech. Wenn wir das früh bekommen mit dem Charakter und viel Glück. Ich meine, wir haben jetzt 51 Glück. Ich sitze da drüber. Wir haben 51 Glück. Schon eine geile Nummer. So, Bäume brauchen wir. Zack. Ah, ich traue mich hier nicht aus der Ecke. So, jetzt vielleicht. Zack, da unten ist auch ein Baum. Weggeschossen, geil. Aus dem Weg. Schieß sie nieder. Ja, was wir halt jetzt nicht tun, ist auf Fernkampfschaden gehen, großartig, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber, naja. Ein bisschen Schwund ist immer. Junge, diese ganze Zeit die dummen Sprüche. Also, wenn es euch auf den Sack geht. Ja, das ist ja jede Runde 0, Mathe. 0,75, irgendwie sowas. Das ist halt wirklich Shit. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und so früh, Runde 10? Ja, komm. Nehmen wir mal mit. So, jetzt wahrscheinlich 9 Max Life, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh. Ja, Dünger haben wir noch nicht. Oh. Lederweste. Geil, haben wir alles noch nicht. Pass auf. Ah, useless. 2 Leben. Den Affen. Den würde ich sehen. Zack. Wahnsinn auch. Sehe ich auch. Aber hier ist noch eine Lasergun. Pass auf, wir machen jetzt eine rote. Und den Wahnsinn nehmen wir mit. Bei minus 3 ist ja nicht minus 3, ist ja. Wir haben actually plus 1 sogar bekommen. Ja, war dumm, das zu kaufen. Okay. So, wir haben jetzt 2 Junge, den haben wir einfach gewone-shottet. Ciao. Alter, okay. Wir haben einfach Laserschrotflinten. Heilige Scheiße, in meinen Anus reingeglitten. Kommt die Lasergun von hinten. Also von vorn ginge dann ja auch gar nicht. Naja, wenn sie sich biegt. Aber es ist toll. Es ist einfach nur... Einfach toll. Es ist so ein geiles Game. Ich habe einfach von Anfang an alles prophezeit und... Aber der Entwickler hat es auch gemacht. Der, ich bin fest davon überzeugt, der hört dir zu. Der kann auch safe Deutsch. Das ist ja einfach nur geil. Dun, 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 dun. Hammer. Oh, da kommt ein Baum. Den nehmen wir mit. Leider keine Truhe. Junge, jetzt hier richtig auf Technik gehen. Bei Technikfragen. Technik, ist ja toll. Oder wir gehen halt auf Fernkampfschaden. Ich glaube, actually wäre es der bessere Weg, aber... Ja, komm, wir machen einen Mix. So. 5 Technik, das Spiel will es. Jo. Okay. Was haben wir denn hier? Injektion nehmen wir jetzt mal mit. 49. So. Tasche haben wir schon, aber doppelt... Ein Technik pro Elementarschaden. Das heißt, wir können von jetzt an einfach auf Technik und Elementarschaden gehen. Und wechseln die Waffen auf... Das wäre jetzt das Commitment, dass wir wirklich nur noch, dass wir auf unsere Laserguns scheißen, was eigentlich so dumm wäre. Weil wir können doch einfach die Geschütze als Zusatz haben und richtig heftig auf die Laserwaffen gehen. Weil die machen 600% Schaden vom Fernkampfschaden. Das ist halt schon... Wir haben halt noch nichts mitgenommen, ne? Aber wir könnten auch so hart jetzt auf Technik committen und auf Attack Speed. Und ja, komm, das ist das Lustigere. Wir machen das mal. So, Tasche nehmen wir auch nochmal mit, aber das hier auch. Das nicht, weil wir brauchen jetzt mal ein bisschen Damage. Ja, let's go. Let's go. So, Elite. Wo ist er? Da,
Okay, wer bist du denn? Oh Gott, die wandern. Egal, wir haben Schrot. Laserschrot aktiviert. Wir baiten ihn zu den Geschützen. Aha. Gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt charged er. Das ist wild. Okay. Das ist ja ein ekelhaftiges Bratzenvieh. Komm, leg es um. Alter, wir schaffen den Elite. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Eiskalt. Lässt du meine Gefühle erfrieren oder so. Hammer. Es macht so Bock. Es ist so geil. Ich spiele seit 8000 Jahren Brotato und es hört nicht auf, Spaß zu machen. Ich kenne ja auch ganz viele neue Items noch nicht. Es gibt auch neue Waffen, Klauen oder so. Dieses Spiel will. Das Spiel will, dass wir richtig hart auf Technik gehen. Rein. Zwei Technik. Ja, ein bisschen Survivability. Komm. Oh, Mann. Na gut. Drei ausweichen. So. Klee ist neu. 20 Glück, 6 Ausweichwertung. Nehmen wir. Dann gehen wir auf Lebensregeneration. Und die müssen wir mitnehmen. Es tut mir leid. Es ist zu strong. Jo, 11 Elementarschaden. Das sind 11 Technik. Boom. 2 Elementarschaden. Im Geschütz! Okay. Hey, wir dürfen nicht sterben. Wir müssen überleben. Das muss was werden. Wir haben auch so viel Rüstung jetzt durch den Roboterarm. Oh mein Gott, wir haben 14 Rüstung. Es ist alles so gut. Wir kriegen ja slow and steady mehr Damage. Hammer. Hammermäßig. Na, die Kragen, auf die habe ich keinen Bock. Aber machst du nichts, ne? Aber wir könnten halt auch so... Also Leute, wenn ihr in Easy Mode wollt, geht mit dem Charakter einfach auf Laserwaffen. Scheißt auf die Armbrüste. Und geht auf Flat Fernkampfdamage. Weil der wird nicht reduziert als Schadensmodifikator. Das müssen die anpassen. Weil dadurch, also dann ist das Game einfach absurd easy mit dem Charakter. Aber ist nicht so lustig. Deswegen gehe ich auf Geschütze. For the fun. Weil das ist einfach, weil jeder kann jetzt hier ein Video hochladen mit dem und auf Lasergun gehen. Sorry, aber es ist keine Kunst. Selbst auf Gefahrenstufe 5, ihr seht's. Es ist einfach keine Kunst. Ich bin bisher, ich glaube, nur mit einem Item. Ja! Das ist es! Zwei Technik, beim Töten eines Baumes erscheint ein Geschütz. Junge, eine Taschenfabrik. Okay, wir nehmen 3 Ausweichen. Geschütz, kochendes Wasser, weil 2 Technik. Wanderbot. Nee. Schlange? Ja, genau. Schlange, weil wir verursachen Brand mit den 2 Feuergeschützen. Und es nochmal 2% mehr Schaden. Heilungsgeschütz? Ja, weil skaliert mit Technik. Laserwaffe nehmen wir auch mit, Abfahrt. Oh mein Gott, ey. Jeder Baum spawnt jetzt ein Geschütz. Die Viecher haben kein gutes Leben, die Runde. Ich sag's euch. Die spawnen ihre kleinen 3 Heinzelmännchen. Die werden alle durch massiv viele Geschütze sterben. Das Ding ist, wir werden jetzt auch viele Bäume nicht sehen außerhalb des Bildschirmes, weil unsere Geschütze die auch killen. Das ist eine Verkettung. Versteht ihr? Das wird jetzt immer heftiger. Das Bild wird sich nach und nach füllen, wenn jetzt hoffentlich mal ein paar Bäume kommen, mit Geschützen. Darauf geschützt. Aufs Geschütz gekommen. Da unten ist ein Baum. Den müssen wir wegsäbeln. Zack. Weg ist er. Geschütz. Gespawnt. Habt ihr gesehen? Einfach Geschütz gespawnt. Das ist ja einfach... Das ist der Wahnsinn. Eiskalt. Meine Gefühle. So. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass inzwischen auch schon 2, 3 Geschütze gespawnt sind. Wie viel haben wir denn? 1, 2. Also normale. Da oben 3. Ja, wir kriegen halt keine Bäume, Mann. 4. Weil wir das eine Bäume nicht haben. Ey, hätten wir das. Wir brauchen das. Ah, Panikwurst. Abfahrt. Ja, nehmen wir. Fee. Auch neu. 1 LP-Regeneration für jede unterschiedliche Stufe 1 Item. Das Item schaltet man frei mit dem Charakter. True. Wir kriegen jetzt einfach 19 Lebensregeneration.
Aber wir verlieren eins. Ja, für jedes Rote verlieren wir zwei. Ja. Zack. 18 Lebensregeneration. Es ist ja absurd. Projektile können einmal öfter Ziele durchdringen. Das müssen wir mitnehmen. Sniperpistole, da ist sie. Ja, ist wirklich Schutzwaffe und Präzision. Ja. Wird ein Gegner getroffen, spawnen 5 Projektile, die 6 Schaden verursachen. Ich glaube, es sind immer 5. Ich glaube, sonst würde da 7 stehen. So, ein Garten wäre nicht schlecht. Garten wäre nicht schlecht, aber wir brauchen Bäume. Okay, wir nehmen Gummiberserker mit, weil Angriffstempo. Angriffstempo müssen wir auch, haben wir ein bisschen außer Acht gelassen. Gibt uns ja hier 17,5. Ja, wir brauchen super viel Angriffstempo. Okay, Abfahrt. So, es kommt eine Horde. Sollte klar gehen wegen unseren Geschützen, weil die One-Tappen halt auch alles. Aber es ist eine ganz schön gemixte Horde. So, da entsteht ein Geschütz, super. Wir hier schon mal gut aufgestellt in dem Bereich. So, die Zweier würde ich gern mitnehmen. Oh. Oh, es wird... Ich bin tot. Das war der Run. Ey, wir hatten alles. Wir hatten alles ready. Wir hatten Roboterarm. Wir hatten besseres Werkzeug. Wir hatten Taschenfabrik. Oh, das Einzige, was wir halt nicht hatten, war ein Baum. Junge, und jetzt haben wir die Fee bekommen und das hatten wir auch. Das kriegen wir doch nie wieder, oder? Leute, ich würde es jetzt so machen. Wir belassen es erstmal dabei. Weil, also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht. Besser wird es wirklich nicht. Okay? Na gut, was man sagen muss. Die Shop-Wahrscheinlichkeit im Wiki bezieht sich zwar nur auf Waffen, aber ich glaube, es ist auch in Bezug auf Items, dass Items aus derselben Gruppe, na, beispielsweise Technik, eher kommen, wenn man Items aus der gleichen Gruppe hat. Das heißt, wenn wir Technik-Items haben, kommen eher Technik-Items. Nur das erklärt, dass wir diese... Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir es nochmal hinkriegen, so, wenn man früh Technik-Kram kauft. Es gibt leider keine Technik-Range-Waffe. Das wäre sonst completely busted. Weil stellt euch vor, wir würden hier mit dem Schraubenschlüssel spielen. Das wäre einfach nur gottlos. ja, aber ich glaube, das war schon sehr gut. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Ich würde jetzt losmachen. Ich muss nämlich zum Slipknot-Konzert. Ich denke, ihr versteht das. Gönnt euch Potato 1.0. Wir werden jetzt in nächster Zeit viel Potato hier wieder spielen. Ich werde natürlich alle Charaktere abfrühstücken, dann noch mit freshen Builds. Das war jetzt ein wildes Rumprobieren. Wie gesagt, der Charakter ist völlig easy, wenn ihr einfach nur auf Fernkampfschaden geht und auf Laserwaffen. Mehr braucht der Charakter literally nicht. Alles Weitere ist nur ein Bonus. Es ist so, wie es ist. Ich schwör's euch. Also, ich verabschiede mich. Hat furchtbar viel Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da. Schaut bei der Kanalmitgliedschaft vorbei, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ey, haut doch mal raus, falls ihr die Beta auch gespielt habt oder jetzt ihr das Video im Laufe des Tages später seht oder am folgenden Tag. Was sind eure Lieblingsneuen Charaktere von den 6 und welchen soll ich als nächstes bringen? Haut's rein. Ich glaube, der Fischer ist mit dem Kryptid am speziellsten, aber ist alles cool, der Golem auch. Wir sehen uns. Tschüssi.